Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Juni steht, ja? Schauen wir mal zusammen wieder. Hinter dem Deck wieder, also wir haben die Karte der Tod. Also, die Karte der Tod ist ein wichtiger großer Arkana. Ja, also wissen wir ja, also ist eine wichtige Energie. Ich meine, momentan, du merkst ja, ich bin wieder ein bisschen so ruhig geworden, wieder, aber eigentlich ist, weil momentan sowieso die Energie für uns allen, ja, also es, ja, ist sehr, sehr mit Veränderungen verbunden. Also die Karte der Tod ist, wie gesagt, einen wichtigen großen Arkana. Nummer 13. In manchen Fällen hast du mit dieser Nummer sehr viel zu tun oder ist eine wichtige Nummer für dich. Nummer 13, wie gesagt, Sternzeichen Skorpion, sehr präsent in deiner Legung mit dieser Karte. Diese Karte im Prinzip spricht natürlich für eine klare Transformation. Ja, also eine Transformation. Und da die Situationen so verschieden sind, wieder, und nur du deine Situation kennst, es spricht für uns alle sehr verschieden. Für manche kann das sogar mit der Arbeit zu tun haben, für manche mit einer familiären Situation, für andere in einem ganz anderen Bereich, also oder sogar mit dir selbst zu tun, also mit deinem Ich, ja, also mit deinem Wesen, deine Seele. Also es gibt hier eine Transformation. Eine Transformation. Ja, was auch mit einem Ende zu tun haben könnte. Ja, eine Ende, Schluss, Ende, ja. Wir schauen zusammen, weil wir mussten ein bisschen schauen, aber das ist ja nicht normal, oder? Wow, wieder, was für eine Kombination von Karten, oder? Und ich werde intensiv, ich meine, es ist doch logisch. Schau mal bitte jetzt hier. Die Hohepriesterin, der Teufel und die Karte der Tod. Was ich interessant finde, ich sage es dir ganz ehrlich wieder,
Es gibt hier bestimmt eine Synchronisierung mit Sternzeichen Zwilling. Es geht nicht anders. In manchen Fällen gar nicht. Ja, in manchen Fällen sagst du zu mir, nee, also eigentlich bei mir gar nicht der Fall. Und in manchen Fällen wieder, also ist dieses Sternzeichen Zwilling entweder in deinem astrologischen Chart oder bei der anderen Person und du weißt das nicht mal. Ja, sowas gibt es nämlich auch. Aber die Synchronisierung gerade hier mit Sternzeichen Zwilling ist schon sehr groß, würde ich schon sagen. Ja. Eine starke Legung, ja, sehe ich schon kommen. Also es gibt hier einen Schluss. Ja. Wenn ich mir diese drei Karten anschaue, was ich so schnell auf die Schnelle denken würde, ist, dass man einen Schluss mit einer toxischen Situation macht. Ja. In manchen Fällen, diese toxische Situation, die ich hier habe, hat sogar mit einer dritten Person zu tun. Oder in manchen Fällen, dass du die dritte Person warst in einer Beziehung. Oder dass du ein Geheimnis warst für jemand. Also jemand hat dich als Geheimnis gehalten. Du warst im Schatten, du wurdest nicht vorgestellt. Also praktisch keinen Selbst, Achtung, also auf deine Person. Ja? Und das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber das ist, was ich jetzt auf der Schnelle hier sehe, wieder. Das wäre ein Beispiel. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ich sehe aber eine gute Energie für dich, ja, mit der Karte der Tod. Ich meine, die Karte der Tod deutet ja auf ein Ende von einer, in dem Fall, eine toxische Situation. Ja, ein Ende in eine toxische Situation. Ja, wo verschiedene Suchtverhalten zu sehen sind, wieder. Also hier sehe ich verschiedene Suchtverhalten. Das kann hier mit Alkohol zu tun haben, obwohl, wenn ich dir ehrlich bin, ich sehe hier eine klare sexuelle Sache. Ja, eine klare sexuelle Sache. Nicht, weil ich provokativ bin, sondern weil die Karten sich so zeigen. Und es ist deutlich, ja, ist deutlich. Es gibt hier eine klare Veränderung, eine klare Transformation. Ja, mit manchen Verhaltensmuster, mit manchen Verhaltensmuster in manchen Fällen. Also wieder, du merkst ja, was ich hier habe. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ja? Also es gibt diese Situation hier. Ich meine, drei wichtigen großen Arkana, Sternzeichen Fische, Steinbock oder Skorpion, gerade hier zu sehen. Schütze ist auch auf dem Tisch. Aber die Sternzeichen sind momentan mir nicht so wichtig. Luftelement, wie du siehst, Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Und der König der Schwerter ist auch auf dem Tisch. Königin und König der Schwerter. Ich habe hier schon eine sehr mentale Energie. Sehr kalt und mentale Energie. Nochmals, wieder, ich sehe hier einen klaren Suchtverhalten. Ja. König der Kelche, Sternzeichen Fische bei dir, sehr präsent, kann nämlich Skorpion, wie du siehst natürlich, ja. Also, Sternzeichen Skorpion bei dir sehr präsent, ja, sehr sogar. Diese Energie ist sehr stark zu spüren hier, in manchen Fällen, weil du diese Energie auch in deinem astrologischen Chart hast. Aszendent, Mond, was weiß ich, also du musst schauen, aber ich zeige dir nur, was ich sehe. Eine interessante Energie wieder, weil, wenn du mich jetzt auf der Schnelle so fragst, also ich spüre eine positive Energie. Ja? Ich spüre hier eine klare positive Energie. Ist, ja, also, weil ich spüre hier eine Ende in eine komplizierte Situation hier, was direkt mit dem Teufel zu tun hatte, wieder, also, das sage ich dir nämlich auch, also diese Situation möglicherweise hat sehr viel wirklich mit dem Teufel zu tun. Der Teufel ist bei uns allen da, es ist für uns allen immer da zur Verfügung, ja, und wir wissen ja, wie das ist, das Fleisch ist ja schwach, unsere Seele ist stark, aber das Gefühl wäre hier, man hat sich selbst nicht so
diese Selbstschätzung, ja, diese Selbstliebe ist nicht hier gewesen. Es verändert sich bei dir sehr viel deine Energie, ja. Ich finde nur interessant, ich muss dir wirklich jetzt eine Karte zeigen, die als Synchronisierung hier gerade sehe. Und das ist, du verdienst, geliebt zu werden. Du verdienst, geliebt zu werden. Diese Karte finde ich gerade interessant mit dieser Kombination hier wieder. Ja? Nur wenn du natürlich in Resonanz kommst, spricht ja für dich. Aber das hier ist das hier für mich. Ja? Also das hier hat nicht mit Selbstliebe zu tun, aber das hier jetzt ja. Ich spüre, du bist ja in der Sache bewusst, du machst hier eine Transformation gibt es hier. Das muss ich dir schon sagen. Eine Transformation gibt es hier. Ja. Also wieder, schau mal bitte jetzt in der Mitte. Nochmals einen großen Arkana. Einen wichtigen großen Arkana. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist ein Engel. Und wieder, also schau mal bitte jetzt hier, deine Legung ist sehr wichtig. Deine Legung ist nicht nur wichtig für den Monat Juni. Deine Legung hier ist wichtig für den Rest, also für deine Existenz. Es gibt hier eine klare Transformation in deiner Energie. Das ist keine Routine hier. Wir reden nicht über eine Routine. Wir reden schon hier über eine wichtige Sache. Ja. Und das hat mit deinem, mit dir selbst zu tun. Du bist eigentlich nicht mehr jetzt die gleiche Person wie gestern. Es gibt hier eine klare Transformation in deiner Energie. Eine klare Transformation. Du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Es ist nicht leicht. Was ich hier habe, ist natürlich nicht leicht. Weil ich rede, dass in manchen Fällen du hast doch mit dem Teufel direkt zu tun gehabt. Und ich meine, ich irre mich ja nicht. Du siehst ja da. Du hast direkt tatsächlich mit dem Teufel zu tun gehabt. Wie du das siehst, weiß ich nicht. Aber das ist das Gefühl, was ich hier habe. Weil die Karte der Tod am Ende ist keine leichte oder einfache Karte. Wir reden, dass du von dieser Situation kommst. Du, eine Transformation wie diese hier nimmt Zeit, viel Kraft, in manchen Fällen Depressionen, in manchen Fällen ist eine totale Verwandlung. Eine totale Verwandlung hier. Eine totale Verwandlung. Wow, wieder was für eine Legung, sage ich dir. Die Karte der Tod und einen Engel. Es gibt hier einen Schutzengel. Wieder, es gibt einen Schutzengel und das ist sicher. In dem Fall hier, wir reden schon von einem Verstorbenen. Einer Person, die schon gestorben ist und dich beschützt. Du hast einen Schutzengel und du kannst mir das auch glauben. Ich rede nicht einfach nur so von mir hin. Wenn ich dir das sage, weil ich mir sicher bin. Schau mal bitte jetzt von unseren, ich zeige dir den Orakel, wenn ich die Synchronisierung sehe. Von Erzengel Michael, du hast ja gesehen, die Karten, die für dich rausgekommen sind. Von Erzengel Michael kann für dich beschützt und bewacht. Bewacht und beschützt. Und einen Schutzengel. Also Erzengel Michael ist auf deiner Seite. Du hast einen Schutzengel. Wieder. Du hast einen Schutzengel. Ja. Du hast schon einen Schutzengel. Also ich bin mit deiner Energie schon, wie du verstehst, tja. Ja. Entschuldigung, also ich bin mit deiner Energie extrem ein bisschen schon am Nachdenken ständig. Nicht, dass du denkst, ich bin gar nicht da oder ich bin abgelenkt. Nein, ich bin extrem am Nachdenken. Denn nochmals,
diese zwei Karten, Liebe, du verdienst geliebt zu werden. Und hinter der Karte war, liebe zuerst dich selbst. Wieder. Und gerade sehe ich die Nummer 1101 in meine Uhr. Das gleiche hatte ich bei Sternzeichen Zwilling gestern gehabt. Es gibt hier eine starke Synchronisierung, wieder eine starke Synchronisierung. Die Botschaft, was ich so stark spüre bei dir gerade, ist diese Selbstwertschätzung, ja? Diese Selbstliebe ist in dieser Legung stark zu spüren. Also, dass man empfiehlt, ja, man empfiehlt diese Selbstliebe. Es wird immer wieder darüber gesprochen. Ja, liebe dich selbst erst und du verdienst nämlich geliebt zu werden. Also es ist extrem wichtig, ja. Extrem wichtig. Extrem wichtig. In manchen Fällen Abstinenz. Wenn ich Abstinenz sage, nur wenn du jetzt gerade mit diesem Wort in Resonanz kommst. Verstehst du schon, was ich dir sagen möchte? Also wieder, schau mal bitte jetzt. Nochmals die Karte, die Mäßigkeit. Und nochmals wieder, das ist nicht selbstverständlich. Ja? Also sage ich dir ganz ehrlich. Die Karte, die Mäßigkeit in der Mitte. Ich habe einen Schutzengel für dich und das ist bestätigt hier. Sternzeichen Schütze. Ich sage dir halt die Sternzeichen, die sich am meisten wiederholen, ja? Also es gibt hier eine Heilung. Ich sehe eine Heilung. Ich sehe natürlich in manchen Fällen sogar eine Versöhnung. Eine Versöhnung wieder. Also die Karte die Mäßigkeit deutet auf wichtige Gespräche, also wichtige Kommunikation, was natürlich mit einer Versöhnung verbunden ist. Die Karte, die diese Kreuz, ist ein Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter, Luftelement, wie du siehst. Die Kommunikation in eine Blockade. Die Kommunikation in der Blockade, ich weiß nicht vielleicht, ob eine geografische Distanz gab. Deswegen ist diese Blockade da. Ja, wegen dieser geografischen Distanz in manchen Fällen. Oder weil jemand einfach nicht reden möchte oder nicht reden wollte. Weil eine Situation in manchen Fällen sich ständig wiederholt und eine Person einfach damit nichts zu tun haben möchte. In manchen Fällen tatsächlich, weil wir hier, wie ich dir gesagt habe, wieder, hier gibt es ein Geheimnis. Ja oder ja. Und das ist sicher. Also dieses Geheimnis ist da und war da zumindest, weil da ist die Karte der Tod jetzt. Ich meine, in manchen Fällen hat man hier schon bereits eine Situation beendet. Und ja, ich rede natürlich über eine toxische Situation. In manchen Fällen, wie gesagt, Dreierbeziehungen, dritte Person, toxische Situationen, sexuelle Suchtverhalten, Alkohol, Drogen, etc. Etc. Also, und wieder, wenn du gerade sagst, nein, nein, in Gottes Willen, also ich rauche keine, ich nehme keine Drogen oder ich bin nicht, ja, also dann hast du in manchen Fällen mit so einer Person zu tun. Verstehst du, was ich meine? Weil die Energie zeigt sich natürlich ziemlich toxisch. Das muss ich dir aber sagen. Das muss ich dir schon sagen. Und ich meine, das alles ist am Ende nicht schlimm, wenn, nicht, wenn man in das in eine Grenze, normale Grenze halten kann. Also ja, ich meine jetzt, Sex ist nicht schlimm, wenn man das natürlich, wenn man ja, weiß, wie man damit umgehen kann. Ja? Natürlich. Alles hat eine bestimmte Grenze. Ne? Also ich meine... Das wissen wir ja, oder? Also zumindest ich denke halt so. Ja, ich denke halt so. Ja. Eigentlich am Ende Sex ist nicht schlimm. Es ist schlimm ist das, was der Mensch drauf macht. Das ist schlimm. Ja. Was wir Menschen darauf machen, das ist schon schlimm. Weil diese Energie am Ende, weil wir reden am Ende über eine göttliche Energie, ist nicht schlecht.
Ja, schlecht wie immer, wie wir es auch wissen, ist das, was der Mensch drauf macht. Natürlich, ja. Und wenn mich so eine Situation kontrollieren kann, manipulieren kann, oder als eine fast Besessenheit mein Leben manipulieren kann, dann ist das natürlich nicht gut. Natürlich nicht. Ja. Alles, was zu einer Manipulation wird, alles, was zu einer so extremen Kontrolle wird, ist natürlich schlecht. Natürlich, weil dann habe ich gar keine Kontrolle mehr über mein Leben. Mein Leben kontrolliert das hier und nicht ich. Und dann ist schon schlecht. Es gibt hier schon so eine Situation. Ne? Also, es gibt hier eine klare Sache von Suchtverhalten. Aber fast eine Besessenheit. Ja. Und das ist schlecht. Ist schlecht. Wie alle Suchtverhalten ist auch schlecht, ja. Ziemlich sogar. Und das ist, was ich hier spüre. Ich spüre hier, wie gesagt, eine Heilung. Im Monat Juni. Einen Schutzengel. Und wie ich dir gesagt habe, eine Transformation in der Energie. Es gibt hier eine kleine Transformation. Also wieder. In manchen Fällen wirst du mit einer Person von deiner Vergangenheit zu tun haben. Die Legung kann sich ja spiegeln. Ja, die Legung kann sich spiegeln für die Crosswatchers. In manchen Fällen bist du, Crosswatcher, die Person, die diese Kommunikation von einem Sternzeichen wieder haben wirst. Ich rede jetzt für Sternzeichen wieder. Ja, die Legung kann sich aber spiegeln. Aber wieder, du wirst tatsächlich im Monat Juni eine Kommunikation von einer Person, die du kennst, einer Person, die transformiert, wie transformiert kommt. Eine Person zeigt sich ganz anders. Also die Person ist wirklich ganz anders, zeigt sich total anders. Und es gibt hier eine wichtige Kommunikation, die mit einer Versöhnung zu tun hat. Wieder, ich hole mir mehrere Karten als Klärung. Also deine Energie, ja, deine Energie ist ziemlich interessant. Ja, ziemlich sogar. Wow. Hinter dem Deck, die Karte der Teufel, es kann ja nicht normal sein, oder? Nochmals die Karte der Teufel. In manchen Fällen hast du tatsächlich mit dem Sternzeichen Steinbock zu tun, ne? Tja, in manchen Fällen doch. Aber immerhin, wir dürfen ja nicht vergessen, unabhängig von diesen Sternzeichen, wir dürfen nicht vergessen, was wir hier haben. Wir haben hier natürlich mit einer klaren toxischen Situation zu tun. Ja? Und schau mal bitte jetzt hier. Ich habe hier viele Menschen, ja, also der König der Stäbe, also Sternzeichen wieder wie du oder Löwe ist sehr präsent auf dem Tisch. Löwe wieder, Schütze sehr präsent auf dem Tisch. Wie gesagt, Feuerelement wie du. Aber du siehst ja auch ein König der Kelche. Natürlich, Sternzeichen Skorpion ist bei dir sehr, sehr präsent. Sternzeichen Skorpion. Und Fische, ja. Kann natürlich Krebs sein. Aber es gibt hier einfach fast ein Gefühl von Lüsternheit, ja. Mit mehreren Personen. Mit mehreren Personen. Ja. Ja, ich meine, das ist, was ich hier spüre. Es gibt diese Situation hier. Ja.
Nochmals, Zwilling sehr präsent auch. Zwilling und Steinbock. Ja? Skorpion, Zwilling, Steinbock. Ich würde sagen, die sind die drei stärksten, sich hier zu spüren. Löwe, nämlich auch. Ja, sehr sogar. Also, hintere den Deck, der Gehängte. Der Gehängte Nummer 12, Sternzeichen Fische. Du siehst ja Wasserelement nämlich auch. Es gibt hier eine Blockade. Also, der Gehängte, du siehst ja eine Person auf den Kopf. Die Person nimmt sich Zeit zum Nachdenken, zieht sich zurück und nimmt Abstand. Also, ich nehme Abstand. Ich blockiere die Kommunikation. Ja, ich blockiere einfach die Kommunikation. Tatsächlich. Es gibt hier gar keine Kommunikation, gerade einen Stillstand oder so eine Situation gibt es hier. Eine Person ist auf eine Wahrheit gekommen. Eine Person, und ich weiß nicht, wer diese Person ist. Eine Person, die sich gerade zurückzieht, nichts von der Welt wissen möchte. Eine Person hier ist auf eine Wahrheit gekommen, hat eine Erleuchtung bekommen. Es gibt hier eine Person, die ziemlich spirituell ist und sehr mit unserem Universum verbunden ist. Eine Person bekommt hier Klarheit, Licht, Klarheit und eine Wahrheit. Denn man ist schon ziemlich enttäuscht worden. Ja? So ist das halt. Schau mal bitte jetzt wieder. Also die Mäßigkeit, das Schönste, was uns passieren könnte, die Mäßigkeit in der Mitte. Ja, also das ist überhaupt die schönste Karte in ganzer Legung. Ja, spricht für einen Engel, Erzengel Michael. Erzengel Michael begleitet uns immer hier. Begleitet mit 9 der Münzen und 8 der Stäbe. Nochmal sehe ich hier eine schnelle Kommunikation wieder. Also eine schnelle Kommunikation, was mit einer klaren Versöhnung zu tun hat. Eine Person möchte es wieder gut machen oder eine Person möchte sich wieder versöhnen. Es zeigt sich hier eine 9 der Münzen, eine Person, die eigentlich für mich wie eine Herrscherin ist. Es gibt hier eine Herrscherin, eine Person, die eigentlich niemand braucht. Eine Person, die schon bereits einen Zyklus, einen ganzen Zyklus hinter sich hat und nicht aus der Ignoranz lebt oder redet oder denkt. Ja. Es gibt hier eine Person mit einem spirituellen Weg hinter sich und eine Person mit einem klaren Kopf. Ja. Diese Person in manchen Fällen ist selbstständig, zeigt eine sehr stabile Energie, also sehr viel Stabilität. Und ja, wieder, also wir können natürlich über deine Energie gerade reden. Du musst das schon für dich schauen, wie es ist. Aber ich sehe hier diese Situation von Stabilität in einer Person, sehr viel Stabilität. Ich sehe hier Kommunikation. Also darüber habe ich ja vorher gesprochen und ich wiederhole es. Es gibt hier eine schnelle Kommunikation. In manchen Fällen ist das ja, Anfang Juni, weil die Energie zeigt sich sehr schnell. Und das ist auch mit einer Reise verbunden. Keine große Reise vielleicht ja, mit dem Auto, aber das ist hier eine Reise. Diese Person kennt man schon. Also diese Person kennt man. Mit dieser Person gab es einen Schluss. Wegen einer fast Lüsternheit hier zu spüren. Also wieder, wenn ich dir ehrlich bin, ich versuche ein bisschen, weißt du, hier rede ich auch über schwarze Magie. Also eine Hohepriesterin. Und die Karte der Teufel, bitteschön, bitteschön. Also ich weiß nicht, für wem das hier spricht, sage ich dir aber auch ehrlich. Ich weiß gar nicht, für wem das hier spricht. Ich sage dir nur halt, was ich spüre und was ich sehe. Und das hier,
spricht auch für Hexereien, natürlich. Also, jemand macht hier natürlich mit schwarzer Magie, hat mit schwarzer Magie zu tun, natürlich. Ja, natürlich, ja. Für wen das spricht, keine Ahnung. Weil du weißt ja, die Legung kann sich ja spiegeln, kann für dich reden wieder oder kann für den anderen. Also, da, nur du weißt, wie deine Situation ist. Also, das ist jedermann für sich, ja. Aber dass ich hier mit schwarzer Magie zu tun habe, ja. Ja, tatsächlich. Dass das gerade jetzt gar nicht funktioniert, nein, gar nichts. Funktioniert gar nichts, ja. Warum? Weil ich hier mit der Mäßigkeit zu tun habe. Und weil man hier bewacht und beschützt ist. Also Zwilling, Entschuldigung, wow, wieder. Also du merkst ja, ne? Du merkst ja, Sternzeichen Zwilling ist in dieser Legung stark präsent. Aber wieder, wenn du jemand mit dir schwarze Magie machen wollte, das ist gerade, gibt es hier einen Bruch, ne? Ein Ende. Du bist hier beschützt, ja? Du bist bewacht und beschützt. Und das kannst du mir glauben, wenn ich dir das sage. Du bist bewacht und beschützt durch unseren Erzengel Michael. Und das ist sicher. Ja, sicher. Aber dass hier schwarze Magie gibt, das kannst du mir glauben auch. Ja? Das kannst du mir glauben. Wieder, es kommt Kommunikation. Es kommt Kommunikation und eine Person möchte sich hier versöhnen, egal wie. Also, egal wie. Und okay, ich meine, die Mäßigkeit in der Mitte. Ich sehe hier ehrliche Gespräche. Also, ja, wenn hier die Frage wäre jetzt, kommt die Person ehrlich oder ernst? Meine Antwort wäre ja. Ja, also meine Antwort wäre ja. Was ganz anders ist, was jeder für sich jetzt macht, das ist was ganz anders. Also ich kann natürlich einer Person vergeben, obwohl ich bin ja nicht Gott, ja. Ich bin nicht Gott, ich brauche niemanden zu vergeben. Also wenn, höchstens kann ich mich selbst vergeben, ja, für meine Handeln und für meine Lebensweise, wie ich halt gelebt habe, weil am Ende eine andere Person macht mit mir, was ich die Person erlaube, ja? Ich erlaube die Person, das mit mir zu machen, weil wenn ich einfach klare Grenzen setze, passiert das auch nicht, ja? Also es liegt an mir immer wieder am Ende, ja? Tatsächlich. Also das heißt, ich bin ja nicht Gott, um jemand vergeben oder verzeihen zu müssen. Das macht ja Gott, ja? Also ich bin halt, ich kann die Person natürlich für mich, für meinen Frieden, ja? Mit der Person mich versöhnen, natürlich. Heißt aber nicht, dass ich mit der Person wieder weiter was machen, was zusammen noch was unternehmen möchte oder das heißt das nicht. Also in deiner Blockade ist der Ritter der Schwerter, ein König der Schwerter, Achtung hier, und der König der Schwerter ist auf dem Tisch zweimal und vier der Kelche. König der Schwerter, Sternzeichen Zwilling. Sehr präsent in deiner Legung, Zwilling, aber könnte Wassermann oder Waage sein. Auf den Würfeln kam Sternzeichen Waage. Sternzeichen Waage und die Nummer 1. Es ist sehr interessant, weil Sternzeichen Waage, habe ich in einem anderen Sternzeichen gesagt, wiederholt sich momentan auf den Würfeln für viele, viele Sternzeichen. Die Karte, die Sternzeichen Waage auf den Würfeln, ist für mich die Karte die Gerechtigkeit, Nummer 11. Und das ist, was ich auch spüre, eine Gerechtigkeit, eine Lösung in eine karmische Situation bei vielen Sternzeichen. Wir reden über eine Lösung. Wir reden über, ja, eine Lösung von einem Karma, ja. Und wir reden über Karma, natürlich. Es gibt hier ein König der Schwerter in eine Blockade. Es gibt hier eine Person, die extrem kalt und mental sich zeigt. Mental, Analytik, ja. Und ja, sehr. Diese Person, es gibt hier eine Person, die mehrere Optionen natürlich auch hat.
Aber diese Person ist traurig und möchte in manchen Fällen, eine Person hier hat die verkehrte Entscheidung getroffen, so ungefähr. Ja, oder die Optionen sind ja da. Eine Person hat natürlich hier auch Optionen, und, aber eine Person möchte sich hier versöhnen. Was ich hier spüre, ist diese Blockade. Bei einem König der Schwerter gibt hier eine Blockade. Schau mal in deine Unbewusstheit. Sechste Kelche, Puppe der Münzen und die Karte die Sonne. Die Karte die Sonne, Sternzeichen Löwe, bei dir sehr präsent. Ich sehe hier, die sechste Kelche spricht für Kinder wieder. Also ich sehe hier Kinder. In manchen Fällen sehe ich hier Babys. Ein Baby. Also in manchen Fällen hast du gerade ein Baby bekommen. Oder bist du schwanger? Oder sonst jemand ist von dir schwanger geworden? Ich sehe hier Babys, sei wie es sei. Es gibt hier dieses Gefühl von Babys, ja. Ein Baby. Ein Baby tatsächlich. Das ist, was ich hier sehr stark spüre. Ja. Also, das ist in deiner Unbewusstheit. Wieder. Wenn du mir sagst, dass du einen Kontakt hier mit einer Person zu tun hast, die in manchen Fällen einen großen Altersunterschied mit dir hat, ja, dass in manchen Fällen doch einen Altersunterschied hier gibt, die Person ist viel jünger als du, wirklich viel jünger, und die Erinnerungen sind da, die schönen Erinnerungen sind da mit dieser Person. Ja, und nochmals, diese Situation ist bei dir in deiner Unbewusstheit, in diese Erinnerungen, diese Nostalgie für die Vergangenheit, ja, wie gesagt, diese schönen Erinnerungen. Und in manchen Fällen nochmals, ich sehe hier eine Schwangerschaft. Schau mal in deinem Bewusstsein, einen Ritter der Kelche. Vier der Stäbe. Und fünf der Kelche. Eine Person ist tatsächlich traurig. Ja? Das sage ich dir. Also jemand ist traurig, aber sehr traurig. Eine Person denkt sehr viel an eine Vergangenheit. Er hat schöne Erinnerungen von einer Vergangenheit. Eine Person denkt an seine Kinder, in manchen Fällen. An diese Zeit mit seinen Kindern, wie es war. Und in manchen Fällen in der Familie. Eine Person schaut sich hier Fotos an, also Fotos von, als die Kinder klein waren, wie schön das war, wenn, als die Kinder Babys waren. Und, also ich spüre hier bei dir gerade wieder eine starke Nostalgie. Ich spüre eine starke Traurigkeit und Nostalgie. Eine Person möchte sich versöhnen. Eine Person möchte sich versöhnen. Ja. Ich wiederhole mich, weil die Karten sich wiederholen. Jemand wird hier Blumen kaufen, ein Geschenk kaufen. Eine Person wird mit einem Geschenk sich versöhnen wollen. Ich meine, okay, es liegt nicht an diesem Geschenk, es ist halt nur das, was ich sehe. Ich spüre hier dieses Gefühl nochmals von Nachdenken, Beobachten, und auf jeden Fall jemand schaut sich wirklich Fotos von den Kindern, von den Babys. Also, und nochmals sehe ich hier Babys, ja. Man schaut sich Fotos von einer langen Vergangenheit. Von einer sehr langen Vergangenheit. Ich habe hier vier, fünf und sechste Kelche. Diese extreme Nostalgie, die ich hier spüre bei dir, wieder, ist deutlich. Ist deutlich. In manchen Fällen, wieder, wir reden hier, dass eine Person sich hier scheiden lassen hat, bereits scheiden lassen hat. Und eine Person möchte eigentlich zurück.
Ich spüre hier in manchen Fällen jemand hier bereut, eine Entscheidung getroffen zu haben und möchte wieder zurück. Was für eine Legung wieder. Ich kriege keine Luft. Also die Sache ist, ich spüre hier diese Lüsternheit, weil ja, wieder, ich rede hier über eine Lüsternheit. Ist vorbei. Was meine ich damit? Die Zeit war gut, während es gedauert hat. Ja, man hat es genossen, es war gut, während es gedauert hat. Aber die Zeit ist jetzt reif, ist vorbei. Jetzt habe ich das erlebt, jetzt weiß ich, was das war, wie es war. Und jetzt möchte ich mich wieder versöhnen. Jetzt vermisse ich das, was ich hatte. Ich vermisse das, was ich hatte mit meiner Familie oder mit einer bestimmten Person. Ja? Sternzeichen Löwe ist hier sehr präsent bei dir, nämlich auch, habe ich dir ja gesagt. Also ich spüre hier dieses Gefühl von, ich erinnere mich an diese schöne Zeit der Vergangenheit. Egal, ob das jetzt für dich wieder der Vater oder die Mutter deiner Kinder ist. In manchen Fällen nicht und in manchen Fällen rede ich hier über einfach einen Wunschpartner, mit dem du jetzt gar keinen Kontakt mehr hast. Eine Person der Vergangenheit, mit dem du eine schönere Zeit hattest. In manchen Fällen sogar auch Kinder bekommen hast da. Ich spüre hier dieses Gefühl von Nostalgie. Ich spüre sogar eine Person, in manchen Fällen trinkt auch viel. Ja, ich trinke viel, um zu vergessen. So ungefähr. Diese Situation ist für mich sowas für kompliziert, weil ich, wenn ich an diese Erinnerungen komme, wenn ich diese Gedanken habe, ich muss was trinken. Also ich habe das Gefühl, ich muss was trinken, um zu vergessen, weil die Situation ist einfach stärker als ich. Also ich kann mit diesen Gedanken nicht. Ich kann mit diesen Gedanken nicht, dass ich tatsächlich eine bestimmte Situation, Versöhnung. Das Wort hier groß geschrieben. Versöhnung. Groß geschrieben. Ne? Jemand möchte sich hier neu versöhnen. Und es ist eine komplizierte Zeit. Für beide. In manchen Fällen tatsächlich rede ich für die Mutter oder der Vater deiner Kinder. Wieder. Und es muss gar nicht so sein. In manchen Fällen rede ich über einen Wunschpartner, mit dem du jetzt sehr lange keinen Kontakt mehr hast. Weil hier ist die Karte der Tod. Ja, die Situation sieht nämlich so aus. In deiner Vergangenheit, drei der Münzen, Ritter der Kelche, nochmals Ritter der Kelche. Und acht der Münzen. Acht der Münzen zeigt sich bei dir oft das. Nochmals rede ich, dass eine Person wirklich an einer Situation dran arbeiten möchte. Also ich möchte mir Mühe machen. Ich möchte Energie, Kraft, Zeit, Geld in der Situation verbringen. Ich möchte, in manchen Fällen hier rede ich, eine Person möchte hier ernste Kompromisse anfangen. Also ich möchte wirklich nochmals, es ernst, ich meine es ernst, ja. Ich möchte an dieser Situation dran arbeiten. Ich rede über einen Kompromiss, einen ernsten Kompromiss. Und dass das ernst ist, es zeigt sich schon ernst. Es zeigt sich schon ernst. Also da habe ich ja nichts zu sagen. Du siehst ja wieder, also ich habe hier Wasserelement stark präsent. Wie du siehst, Sternzeichen Skorpion sehr sogar.
Aber du siehst, welche Sternzeichen, ja? Also Schütze in der Mitte, Löwe auch. Und Fische und Krebs nämlich auch, ja? Starke Legung, ja? In manchen Fällen gibt es hier eine Verbindung durch die Arbeit. Muss nicht sein. Muss nicht sein. In manchen Fällen gibt es hier eine Verbindung durch die Arbeit. Und eine Person, wie gesagt, diese starke Nostalgie ist ja da. Und eine Person möchte diese Versöhnung. Und in manchen Fällen nach einer, nochmals, Scheidung, Trennung oder Kündigung. Es kommt ziemlich drauf an. Zukunft. Achte Schwerter, begleitet mit 5 der Münzen und 9 der Kelche. Ich sehe hier tatsächlich eine Person, die sehr schlechte Gewohnheiten hat. Schlechte Gewohnheiten, ich meine, wir haben ja die Karte der Teufel zweimal gesehen. Ich rede über manche Suchtverhalten. Es kann mit Alkohol auch zu tun haben. Eine Person, die sehr viel Alkohol trinkt. Eine Person, die in eine sehr niedrige Frequenz vibriert. Ja, also in manchen Fällen eine Person, die noch in dieses Matrix-Leben sehr dabei ist. Es gibt hier noch eigentlich kein neues Erwachen, würde ich sagen, sehe ich nicht. Ich spüre hier den Ego stark präsent. Also es gibt hier dieses Ego, diese Gedanken, die man einem ständig sagt, nein, mach das nicht, es wird nicht klappen, schau mal, was werden die anderen sagen. Das Gefühl wäre hier, ich weiß gar nicht, ob ich dir das anbieten kann, was du von mir möchtest, oder ich weiß gar nicht, also ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob ich da vorbereitet bin. Ist man aber nicht, ne. Mit dieser Energie ist man nicht vorbereitet, nein. Es gibt hier eine Blockade, wieder. Es gibt hier eine Blockade. Mit dieser Energie. Mit dieser Energie gibt es eine Blockade bei dir. Eine Blockade, die ich verstehen kann. Mit dieser Energie, die ich auf dem Tisch habe. Denn es gibt hier eine klare karmische, toxische Situation. Ziemlich toxisch. Und du weißt das auch. Das heißt, egal wie die Person jetzt auf dich zukommen würde, ja, also ich meine jetzt, die Person hat sich verändert, die Person ist jetzt ganz anders und so weiter. Aber egal wie die Person jetzt auf dich zukommen wird, in manchen Fällen, du fühlst dich blockiert trotzdem. Es gibt hier Die Gedanken sind hier sehr stark. Die Gedanken sind hier stark. Ich spüre hier eine ziemlich niedrige Vibration. Eine Person, die in manchen Fällen nochmals im Verlust lebt. Finanzielle Verluste sehe ich hier, aber emotionelle Verluste auch. Emotionell wie finanziell. Es gibt hier eine solche Situation. Wieder, ich sehe hier eine karmische Sache. Ich meine, ich habe dir ja auch gesagt vorher, die Gerechtigkeit kam bei fast allen Sternzeichen. Wir haben gerade alle mit unserem eigenen Karma zu tun. Das heißt, jeder bekommt, was jeder verdient. Das kann für uns gut oder schlecht reden. Das ist einfach so. Weil jeder von uns mit Karma täglich beschäftigt ist. Ja? Also das können wir nicht ändern. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Legung sich jetzt spiegelt und wie das ist, aber ich spüre hier eine Person tatsächlich, die von seinem direkten Karma bekommt. Schau mal bitte in deine Gefühle. Habe ich einen König der Münzen? Kann auch eine Königin sein. Ja? Es macht nichts. Also ich kann für eine Frau wie für einen Mann reden. Wir reden nur über Energien. Ja, es ist wichtig. König der Münzen, 2 der Münzen und 10 der Stäbe. Ich sehe eine finanzielle komplizierte Situation gerade.
Ich sehe schon hier eine komplizierte finanzielle Situation. In manchen Fällen sehe ich diese finanziellen Verluste, die ich dir gesagt habe. Eine Person hat viel Geld verloren. In manchen Fällen rede ich über eine Lüsternheit. Da hat man auch viel Geld verloren. Ja. Ich spüre diese Situation. Ist eine komplizierte Situation, muss ich dir schon sagen. Also, 10 der Stäbe deutet schon für eine komplizierte Situation. König der Münzen, es kann nochmals für. Ich sehe hier einen König der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Du siehst ja, Steinbock ist bei dir sehr präsent, aber kann Stier oder Jungfrau sein? Diese Person hier, also ist in deine Gefühle. Es kann natürlich für dich auch einen Vater, eine Mutter, sonst einen Ex sein. Ja? Einen Ex. Es gibt hier eine Person, die wirklich finanziell momentan nicht gut geht. Die Finanzen laufen hier nicht gut. Es ist kompliziert. Und ich sehe viele Verluste. Schau mal jetzt hier, was du von außen ansiehst. Ein König der Schwerter wiederholt sich bei dir. Es kann nämlich sehr viel mit einer juristischen Sache zu tun haben, denn die Gerechtigkeit ist auch auf den Würfeln. Und der König der Schwerter wiederholt sich. Ich kann hier doch mit einer so eine Situation zu tun haben. Begleitet mit 4 der Münzen und einem Bube der Schwerter. Bube der Schwerter, König der Schwerter, Luftelement. Aber ich sehe hier auch ein Kind, du siehst ja. Man sieht hier Vaterkind oder Mutterkind, 4 der Münzen. Also hier reden wir natürlich über Geld, in manchen Fällen sogar Unterhalt für Kinder. Ja, Unterhalt für Kinder. Also ich sehe hier natürlich eine finanzielle komplizierte Situation. Also hier rede ich über einen Verlust, Geldverlust. Das sieht man natürlich auch hier. Und ich sehe hier auch diesen Unterhalt für Kinder. In manchen Fällen, man denkt jetzt sehr viel nach darüber, über diese Situation. Ja, tatsächlich. Schau mal bitte, 3 der Schwerter, begleitet mit der Karte die Sonne und ein König der Stäbe. Es gibt hier einen König oder Königin, Sternzeichen Löwe, bei dir gerade sehr, sehr präsent. Sternzeichen Löwe tatsächlich bei dir sehr präsent, aber nicht nur, wie du gesehen hast. Es gibt hier einen König der Stäbe, immerhin, und die Karte die Sonne. Also, in manchen Fällen sehe ich hier einen Altersunterschied. In manchen Fällen sehe ich wieder nochmals eine Schwangerschaft. Ich habe dir ja auch gesagt, dass ich eine Schwangerschaft bei dir sehe. Ja. Und in manchen Fällen, ja. Tja, ich meine. Wieder. Also am Ende rede ich tatsächlich über eine ganz, ganz normale Sache. Also, das ist halt. So sind die Normen, so sind die Regeln vom Universum. So sind die Regeln und die Normen vom Universum. So wie wir leben, denken, fühlen, ja, das Gleiche bekommen wir zurück. So wie wir handeln, so wie wir das Gleiche bekommen wir zurück. Ich sehe bei dir eine karmische Situation. Es gibt hier eine klare Lektion zum Lernen. Ich meine, es gibt diese Situation hier. Also, Ergebnis wieder. 8 der Münzen, nochmals, also diese Karte wiederholt sich bei dir. 7 der Stäbe und 4 der Schwerter, die Nummer 4 der Schwerter. Nochmals die Gedanken.
Die Gedanken sind bei dir sehr stark. Ich spüre natürlich auch, dass du dich um deine Arbeit fokussierst, um deine Sachen, um das, was dich, um deine Hobbys. Also du fokussierst dich, um das, was dich interessiert und versuchst dich auch zu schützen von manchen Energien. Du schützt dich von manchen Menschen. Es können sogar deine eigenen Kinder sein, nämlich, ja. Also wir können über deine direkte eigene Kinder reden oder sogar von manchen Menschen natürlich. Ja, von manchen Menschen. Also, ich spüre bei dir, dass du Klarheit bekommst, Klarheit über mehrere Personen. Und es gibt bei dir viele Menschen hier zu spüren, ja. Ich merke, dass du hier dich und dich fokussierst, ja. Schau mal bitte von diesem Deck, was gekommen ist. Also, du und deine Liebsten sind beschützt. Interessant, oder? Also, über bewacht und beschützt reden wir die ganze Zeit. Bewacht und beschützt reden wir die ganze Zeit. Achtung hier für Sternzeichen wieder und für Crosswatchers. Also, bewacht und beschützt. Was meine ich damit? Das funktioniert nicht. Ja. Sage ich nur für die, die das Interesse jetzt da haben könnten. Das funktioniert gar nichts. Warum? Weil Sternzeichen wieder bewacht und beschützt ist. Ja? Es kommt, etwas wird auf dich zukommen. Was dich wieder Motivation bringt, wieder. Also hier habe ich Vollmond in Sternzeichen wieder, so wie du, und Neumond in Krebs. Neumond in Krebs, Vollmond in Sternzeichen wieder. Es kommt wirklich einen wichtigen Moment auf dich zu. Einen, ja, also so eine Situation, und vorsichtig mit dem Ego. Tatsächlich. Schau mal bitte hier. Also Vollmond in Sternzeichen Löwe. Vollmond in Sternzeichen Löwe. Sternzeichen Löwe ist tatsächlich bei dir sehr stark präsent. Und interessant ist, man sagt uns, vorsichtig mit dem Ego, und tatsächlich die Karte der Ego ist bei dir, in deine Zukunft zu sehen. Ja, also wir müssen mit diesem Ego aufpassen. Mit dem Ego aufpassen, ja. Die Nummer 8 der Schwerter, 8 der Münzen, die Nummer 8, 8. Acht wiederholt sich bei dir, muss ich dir schon sagen, ja. Hinter dem Deck einen neuen Start kommt für dich. Es kommt eine Veränderung auf dich zu, wieder. Es kommt tatsächlich eine klare Veränderung auf dich zu, weil in manchen Fällen du transformierst dich. Und was du damit bewirkst, ist, dass du einen neuen Start anfängt, also machst, ja. Die Gefühle verändern sich. Es kommt bei dir, also ich muss dir wirklich sagen, wieder, es kommt wirklich für dich eine klare emotionelle Veränderung. Eine emotionelle Veränderung kommt auf dich zu, im positiven Sinne. Es fängt was Neues für dich tatsächlich an, ja. In manche Fälle, für manche sogar mit der Arbeit verbunden. In manche Fälle hat das doch sogar mit der Arbeit verbunden. Dass einen neuen Start für dich kommt, dass, ja, so eine Situation sehe ich hier schon, ne? Muss ich dir sagen. Also das sehe ich schon. Und das sehe ich nämlich schon. Aber du merkst ja wieder, dass du hier natürlich vieles transformieren musst. Ja? So, das weißt du nämlich schon. Das weißt du schon. Und interessant ist Balance, spirituellen Balance und materielles. Und das sehe ich nämlich hier auch. Also es bedürftig hier einen spirituellen und materielles Balance. Und das habe ich auch bei Sternzeichen Zwilling gesagt. Ja?
Wieder, ich bin mit deiner Lehrung sprachlos. Und nur du weißt, was das hier für dich heißt. Ja. Nur du weißt, was das hier für dich heißt. Nur du. Ich spüre nochmals, die Nummer 8 kannst du wirklich über Internet, die Nummer 888, als Engelnummer suchen. Diese Nummer ist für dich wichtig, die Nummer 8. Genau wie den Monat August. Den Monat August ist für dich ein wichtiger Monat. Ja? Ich spüre hier, dass du dich letztendlich dich um dich fokussierst, um deine Hobbys, um deine Arbeit, um deine Finanzen, um dein Leben. Du fokussierst dich um dich. Du machst eine Grenze, du setzt Grenze mit Falschheit, mit Menschen, die falsch sind, Menschen, die nur von dir was wollen, sei es Geld oder sei es was anderes, wie zum Beispiel eine Lüsternheit. Ja? Ich spüre diese Situation hier, ich spüre diese Veränderung bei dir und es sieht gut aus, weil, wie du siehst, einen neuen Start kommt auf dich zu. Neumond. Einen neuen Start kommt auf dich zu. Ja. Ja. Wieder, ich weiß nicht in deiner Situation, wie das hier spricht, das muss ich dir schon sagen. Keine Ahnung, wie das hier für deine Situation spricht. Ich spüre hier, Sternzeichen Wassermann ist auch hier zu sehen, aber es habe ich dir ja gesagt, Sternzeichen Wassermann, Zwilling und Waage, sehr präsent bei dir, Luftelement, wie Feuerelement, wie Wasserelement, von da aus, nur du weißt, wie deine Situation aussieht. Ich habe alle Elemente auf den Tisch. Und das ist nicht außergewöhnlich. Das ist sogar normal. Ja, das ist normal. Aber wieder, ich würde dir sagen, sei vorsichtig mit einer Person. Jemand hat hier etwas vor. Und das sage ich dir wirklich so. Eine Person hat hier etwas vor. Und eine Person möchte wieder nochmals diese Versöhnung, die ich eigentlich... ehrlich sehe, aber du siehst ja, es gibt ja deine Blockade, wie ich vorher gesagt habe, natürlich, es macht ja nicht, man kann ja einer Person sagen, ja, es ist alles okay, wir haben, ja, aber das heißt aber nicht, dass ich mit dieser Person wieder was anfangen möchte, ja, eine Sache hat mit der anderen nichts zu tun und das ist, was ich bei dir hier spüre, ja, also, die Versöhnung ist da, aber es ist einfach zu viel passiert, ja, zu viel passiert. Und du hast selbst auch eine Transformation erlebt. Du hast selbst eine Transformation erlebt. Für dich, es gibt hier jetzt eine Blockade, weil du nicht gleich denkst, ja. Du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Du denkst ja nicht gleich. Von da aus, es ist kompliziert für dich, ja. Mit einer bestimmten Person der Vergangenheit. Was ich denke, tatsächlich, du setzt deine Grenze, du ziehst dich zurück, du setzt deine Grenze und du fokussierst dich um dich. Das ist, was ich spüre hier. Und einen neuen Start auf jeden Fall. Nicht morgen, der neue Start wird nicht morgen sein, weil du dich von einer bestimmten Situation erstmal reinigen musst oder befreien musst. Aber ab Juni sieht alles ganz anders für dich aus. Ja? Ich sehe hier, wie gesagt, einen neuen Zyklus tatsächlich. Ja, einen neuen Start. Tatsächlich. Ja. Ich sehe schon einen neuen Start. Ja, ich sehe schon, dass eine Person hier jetzt geheilt hat. Ich spüre dieses Gefühl sehr stark. Und nochmals, diese karmische Situation ist ja da, aber das weißt du ja. Ich meine, das brauchst du ja nicht zu sagen. Ja, das brauchst du ja nicht zu sagen. Ja. Ja, also nochmals, wieder, du wirst mit dieser ziemlich niedrigen Vibration zu tun haben, also mit einer Person, die in einer anderen Frequenz ist als du. Und deswegen, ich denke,
Du bist nicht mehr die gleiche Person, wieder. Also du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Und du wirst natürlich anders handeln als bis jetzt, ja. Diese Selbstliebe ist mehr hier zu spüren, ja. Also liebe dich zuerst selbst, ja. Liebe dich zuerst selbst. Du verdienst geliebt zu werden. Das ist die Energie, die wir hier haben für dich. Und das ist genau das, was du machen wirst. Du gibst die Vergangenheit den Rücken, egal welche Menschen das sind. Ja? Familie, Kinder, egal, also wer dich liebt, wer dich gut liebt, ja? Wird dich verstehen, wird auf deiner Seite sein. Wer dich nicht liebt, distanziert sich natürlich und das ist auch okay so. Verstehst du? Also wenn man mich gut liebt, weil ich kann sagen, ich liebe dich, aber ja, liebe mich nicht zu sehr viel, liebe mich lieber richtig, also besser gut, ja. Das ist nicht das Gleiche. Ich finde, du wirst dich mehr in deine Selbstliebe fokussieren, deine Selbstliebe, Selbstachtung, du wirst mehr um dich fokussieren und das ist halt wichtig, halt, ja. Es ist wichtig, ja. Es ist wichtig, ja, finde ich schon. Und deswegen, vorsichtig hier vielleicht mit dem Ego in manche Fälle, in manche Situationen, aber die Energie zeigt sich positiv. Also wieder, das ist die Energie für den Monat Juni und nur du weißt, was das hier für dich heißt, in deiner Situation. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, für deine Unterstützung, ja, deine ewige Unterstützung. Danke schon wieder. Die Letzten werden die Erste sein, das weißt du ja. Also danke schön und bis bald. Tschüss.